Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Schuster und ich wohnen ja fast nebeneinander, nur durch den Ammersee getrennt, aber ich glaube, wir haben beide kein Haus am See, ich zumindest nicht. Ich spreche immer so gerne von der pigmentierten Villonodulären-Synovitis. Das ist nicht der korrekte Name. Der korrekte Name ist der Riesenzelltumor der Sehnenscheiden. Aber da es den Riesenzelltumor des Knochen gibt und viele Patienten einfach googeln, was er korrekt ist, und dann auf die falsche Spur kommen, versuche ich eher den anderen Namen, die pigmentierte villonodulare Synovitis, zu gebrauchen, weil der die Krankheit eben etwas präziser beschreibt. Muss ich mal schauen, wie das funktioniert. So. Worum geht es? Es geht darum, dass sich in der Gelenkinnenhaut, hier sehen Sie ein Kniegelenk beispielhaft, eine ausgeprägte Entzündungsreaktion abspielt, die hier diese Zoppen zum Beispiel macht, aber auch richtige knotige Proliferationen. Und da diese knotigen Proliferationen alle Eisen enthalten, nennt man sie pigmentiert. Und da das Ganze dann am Ende doch nicht entzündlich ist, sondern wir wissen heute, dass es neoplastisch ist, bezeichnet man es als, ja, als eine Neoplasie ausgehend von den Gelenkinnenhäuten. Typischerweise in den großen Gelenken, hauptbetroffenes Kniegelenk, aber auch die Kleingelenke an den Händen, an den Füßen zum Beispiel. Es gibt es auch in den Schleimhauten und es gibt es auch eigentlich in anderen Körperteilen, aber dort relativ selten. Die PVS ist so ein bisschen in unseren Fokus geraten. Sie sehen das hier ab etwa den, ja, 2010, 2012 die Ecke. Wir machen heute ungefähr so um die 50 Eingriffe bei Patienten mit PVS pro Jahr. International hat es angefangen mit 2006, dass die Literatur doch deutlich zugenommen hat. Das sind die Zahlen aus unserer gängigen Literaturdatenbank. Und Sie sehen, die steigen kontinuierlich zu dem Thema. Aber wir sind heute trotzdem mit etwa 80 oder 90 Arbeiten pro Jahr weit weg von anderen Erkrankungen. Das ist nach wie vor eine sehr seltene Erkrankung, die auch sehr selten dann in der Literatur beschrieben wird. Wenn man nicht so genau weiß, um was es sich handelt, haben diese Erkrankungen auch immer unterschiedliche Namen. Und das ging über die Jahrzehnte hinweg. Sie sehen das hier quer durch den Gemüsegarten mit der Namensgebung. Und der korrekte Name ist aber der Riesenzelltumor der Sehnenscheiden oder eben, wie von uns benutzt, pigmentierte villonodulare Synovitis. Es gibt letztlich zwei Formen. Die lokalisierte Form, das ist ein einziger Knoten, der kann sehr groß sein, der kann auch destruierend wachsen, ist aber nur ein Knoten. Das ist die günstige Variante oder die diffuse Form, die ein komplettes Gelenk zum Beispiel betrifft und von allen Ecken dieses Gelenkes anfängt zu wachsen. Die hat prognostisch natürlich die ungünstigeren Ausgangsparameter. Wir sprechen von der artikulären, der extraartikulären oder eben auch den an den Sehnenscheiden befindlichen tenosynovialen Riesenzelltumor in den Schleimbeuteln gibt es das. Vor allem an der Hüfte sehen wir es gelegentlich, aber ist nicht so häufig. Da haben wir bereits drüber gesprochen. Es gibt auch diesen Begriff des malignen Riesenzelltumors der Sehnenscheiden. Der ist definiert, der ist aber extremst selten. Ich habe einen einzigen Fall gesehen und da ist man sich auch nicht sicher, ob das nicht tatsächlich ein anderes Sarkom war. Normalerweise geht eine pigmentierte villonodulare Synovitis nie, niemals nie in einen bösartigen Tumor über. Außer es ist etwas gemacht worden, eine Strahlentherapie zum Beispiel, und dann 10 Jahre später kommt es zum Sekundärmalignom. Aber der Begriff ist da und deshalb sei er kurz erwähnt. Die Epidemiologie ist so, dass wir etwa 2 Fälle pro 1 Million Einwohner pro Jahr haben. Wenn wir in Deutschland 90 Millionen Einwohner annehmen, dann wären das etwa, ja, 180 Fälle pro Jahr. Das ist in wiederholten Studien gezeigt worden, nicht sehr gut, weil es auch wie bei den Sarkomen keine großen Bevölkerungsepidemiologien gibt. Aber in Finnland konnte man diese Zahl zum Beispiel eruieren. Das ist ein relativ homogenes Kollektiv, die hat eine schöne Arbeit gemacht. Es sind mehr Frauen als Männer betroffen, sagt die Literatur. Ich habe es bei uns jetzt gerade aktuell mal gezählt. Bei uns ist es nahezu 50-50 mit einem leichten Vorteil für die Männer im Sinne von einer höheren Erkrankungsrate. Das heißt, diesen epidemiologischen Ansatz, mehr Frauen als Männer betroffen, würde ich hinterfragen. Typischerweise ist es eine isolierte Stelle, die betroffen ist. Wir werden häufig gefragt, kann ich es nicht noch woanders haben? Klar, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es ist sehr selten. Wenn, dann ist es vielleicht ein Syndrom, nun ein Syndrom,
Aber so etwas ist wirklich extrem selten. Und wir können, glaube ich, uns darauf verlassen, dass wir monolokuläre Verlaufsformen haben, typischerweise im dritten und im vierten Lebensjahrzehnt. Hauptsächlich betroffen das Kniegelenk in über 60% der Fälle, aber auch Hüft- und Sprunggelenk und die kleinen Fingergelenke oder auch die Fußgelenke. Und ich finde, es ist geschlechtsunabhängig. Die Ätiologie ist nicht ganz klar. Sie sehen, da gab es eine Reihe von Vermutungen, was es sein könnte. Aber letzten Endes wissen wir nicht so richtig, was es epidemiologisch auslöst. Wir glauben heute, es ist ein Tumor. Wir haben eine klonale Anomalie. Wir haben ein autonomes Wachstum der Läsionen. Aber es gibt auch einige Arbeiten, die eine Polyklonalität auch in den diffusen Formen, vor allem in den diffusen Formen, nachgewiesen haben. Diese Metastasierungspotenz, bitte stark eingeklammert, betrifft nur den malignen tenosynovialen Riesenzelltumor. Die Molekulargenetik ist heute in relativen Breite bestimmt worden. Ich sage dazu gar nichts. Der Sebastian Bauer hat vorhin mit mir kurz gemailt und er sagt, es ist die Grundlage für seine therapeutischen Überlegungen. Deshalb würde ich sagen, Sebastian, wäre es vielleicht gut, wenn du nachher noch ein bisschen darauf eingehen könntest. Ich habe als Chirurg da sowieso keine Ahnung von. Die Histologie ist so, dass wir relativ viele Riesenzellen, das sind diese Riesenzellen, die haben mehrere Zellkerne in der Zelle drinnen, relativ viele Riesenzellen sehen und dass wir oft so ein knotiges Wachstum beobachten können. Bei den diffusen Formen sieht es identisch aus, wobei der Riesenzellanteil manchmal ein bisschen niedriger ist. Wie kommen die Patienten? Die haben eine langsam progrediente Gelenkschwellung. Ich habe ganz viele Patienten, auch aktuell, trotz bester Information, die kommen und sagen, sie haben das seit über 10 Jahren, bevor die Diagnose jetzt irgendwann mal gestellt wurde. Patienten, die es zum Beispiel an den großen Gelenken am Knie haben, beschreiben oft mehr so ein Fremdkörpergefühl. Da ist ein Knoten im Gelenk als ein Druckschmerz. Das täuscht am Kniegelenk manchmal auch mit ihren Einklemmungen, Meniskusläsionen vor. Das Knie kann durch die ständige Ergussbildung überwärmt sein und oft haben diese Gelenke eine Bewegungseinschränkung. Radiologisch sieht man vor allem im MRT eine massive Synovitis oder eben einen kleinen nodulären Befund. Und wenn das länger besteht, dann wächst diese Synovitis über den Knorpel in den Knochen ein. Und dann kommen die Patienten, Patientinnen und haben richtig gehende Löcher im Knochen. Das heißt, dort hat die Synovitis, wie bei den rheumatoiden Erkrankungen, die sehr lange gehen, schon Destruktionen dann des Knochens gemacht. Die klassische Diagnose erfolgt in den MRT, wo man insbesondere in den T1 und T2 Bildern ein relativ dunkles Signal sieht aufgrund dieses Eisenpigmentes. Und das ist so pathognomonisch, dass man am Bild schon sagen kann, jawohl, das ist eine PVS und meistens auch recht hat. Schwieriger wird es, wenn man dieses Signal nicht hat oder es sehr kleine Befunde sind, dann kann man sich schon mal täuschen. Aber eigentlich ist das eine klassische MRT-Diagnose. Die Differentialdiagnosen, die wir häufiger mal sehen, ist die Chondromatose. Das sind so kleine Knorpelkörnchen, die von der Gelenkinnenhaut gebildet werden und ins Gelenk abgegeben werden. Oder bei den Patienten, die eine Blutererkrankung haben, auch häufige Einblutungen im Gelenk, die hinterlassen natürlich auch Eisenpigment in der Synovia und das sieht dann genauso aus wie eine PVS. Dann kommen gelegentlich mal Patienten mit Blutschwämmen und wenn sie eine sehr ausgedehnte, villöse Synovitis haben, also so fingerartige Gelenkschleimhautentzündungen, dann denkt man an ein Lipoma arborescens. Ein so ein baumartiges, wachsendes, gutartiges Lipom im Gelenk. Ein Beispiel mal, das ist so ein Lipoma arborescens. Da sehen Sie so ein baumartiges Wachstum der Gelenkzotten. Das ist ein Hämangiom. Hier sehen Sie auch so dunkle Anteile. Hier sieht man auch dunkle Anteile. Und das ist eine Chondromatose. Und das kann man schon mal auch im MRT mit einer PVS verwechseln, wenn man das nicht so häufig sieht. Das ist auch eine sehr seltene Erkrankung. Und das Bild kennen Sie schon, das ist eben zum Beispiel jetzt die pigmentierte velonoduläre Synovitis. Das wäre ein klassischer diffuser Befund im Bereich eines Kniegelenkes. Sie sehen diese großen Anteile sowohl vorne als auch hinten im Gelenk, teilweise auch so zystische Einlagerungen hier auch in den Knochen als Spätfolge der Erkrankung.
Wenn man das Gelenk aufmacht, ich bitte jetzt diese blutigen Bilder zu entschuldigen, dann sieht man die Erkrankung. Sie schauen von vorne aufs Kniegelenk, das ist Knorpel, der ist schon nicht mehr ganz weiß, sondern der hat so eine feine bräunliche Schicht oben auf. Und das hier ist alles der Belag der Gelenkinnenhaut, hier auch. Das wächst im gesamten Gelenk und zerstört dann auch die Bänder. Hier sind normalerweise die Kreuzbänder zu sehen, wächst um die herum und zerstört die im Laufe des Wachstums. Und das muss man dann alles mühsam entfernen und Sie sehen, was man aus einem solchen Gelenk dann an Präparat herausholt. Das Problem ist weniger vorne. Sie sehen, wenn man so ein Gelenk von vorne aufmacht, hat man einen sehr guten Blick und kann das recht gut erkennen, kann eigentlich auch nichts kaputt machen. Dort ist nichts Wesentliches, was man kaputt machen kann. Hinten sieht schwieriger aus, hinten am Gelenk. Deshalb werden viele Patienten mit einer PVS auch nur von vorne operiert. Dann heißt es, naja, hinten ist es nicht so schlimm, das warten wir mal ab, dann schauen wir mal. Warum? Weil es hinten kompliziert ist. Sie haben hinten die Nerven, das ist der Nervus tibialis, der Nervus peroneus. Sie haben hier das Gelenk eröffnet, der Femurkondylus. Sie haben die Gefäße, die hier verlaufen. Da können Sie relativ viel auch kaputt machen. Und Sie müssen oft sehr aggressiv diesen ganzen Bereich freilegen, hier zum Beispiel die Gastrocnemius-Muskeln ablösen, um da überhaupt gut hinschauen zu können. Das ist ein ausgebrannter Zustand. Das heißt, hier haben Sie eine schwerste Arthrose schon mit Zystenbildungen, mit Gelenkdestruktion. Hier ist die PVS schon sehr, sehr lange gegangen. Ein paar seltenere Lokalisationen hier im Bereich der Hüfte. Das war eine jüngere Patientin, die ist lange Zeit auf Coxarthrose behandelt worden. Warum? Weil sie hier auch so ein typisches ganglionartiges Bild im Bereich der Hüftpfanne aufweist, was eben für eine Coxarthrose typisch ist. Und dann ist sie in die falsche Schachtel gesteckt worden und man hat zu spät dann eine MRT gemacht und die Diagnose gestellt. Eine ganz junge Patientin, 16 Jahre alt, da wuchs die PVS so knotig und hat durch das langsame knotige Wachstum den Knochen, wenn man so sagt, zur Seite gedrängt, nicht richtig zerstört, einfach nur zur Seite gedrängt und das erholt sich im Laufe dann aber auch wieder. Und gerne sehen wir solche Patienten wie hier an der Hüfte. Ein kleiner knotiger Befund, das heißt eine noduläre Verlaufsform. Dort öffnet man das Gelenk und dann liegt wie so eine Art Waschlappen im Gelenk, liegt dieser Befund und den trägt man dann mit seinen Stiel ab. Und dann ist er vollständig entfernt und hat ein sehr niedriges Rezidivrisiko. Sehr schwierig für uns ist der Fuß. Hier sehen Sie den diffusen Befall im Bereich des Fußes, das obere Sprunggelenk betroffen, das untere Sprunggelenk betroffen, die kleineren Gelenke hier betroffen, längs der Sehnen wachsen. Da können Sie gar nicht mit einem operativen Zugang alles entfernen. Da brauchen Sie oft zwei oder manchmal sogar drei und Sie hinterlassen trotzdem immer noch Reste von dieser Erkrankung. Das sind also Operationen, die Sie aufteilen, gerade weil auch der Fuß typischerweise nicht mehr als einen großen Schnitt und Zugang verträgt. Der schwillt dann relativ stark an, sodass wir hier ausnahmsweise mit dem Patienten schon im Vorfeld besprechen, dass wir die Operation auf zwei Sitzungen zum Beispiel verteilen und hier auch einmal, was wir sehr selten machen, zu einer Strahlentherapie zusätzlich raten. Und diese typischen nodulären Befunde, die sind eben klassisch und die sind sehr gut für uns. Und für den Patienten vor allem auch, weil sie kein Rezidiv oder kaum ein Rezidivrisiko haben, wenn sie vollständig entfernt werden. Sie sehen die Anamnese mehr als 10 Jahre. Da tritt dann immer die Frage auf, kann man sowas vielleicht per Gelenkspiegelung entfernen? Ja, das kann man. Aber bei einer Gelenkspiegelung muss man dann diesen nodulären Befund sozusagen mit einem kleinen Rasierapparat auftrennen und auflösen, dass man ihn herausbringt. Und da habe ich mehr Sorge, dass Material zurückbleibt und das Rezidivrisiko vielleicht dann doch höher ist, als wenn man einen kleinen Schnitt macht, um das zu entfernen. Ein Beispiel am Fuß. Auch wieder eine Patientin, die hat seit 12 Monaten diese Schwellung angegeben. Ich glaube aber, das besteht schon länger. Sie sehen hier den weichteiligen Befund, sehen hier schon so Arrosionen im Knochen, sehen das hier ganz schön im MRT, ein großer Befund und wie der hier schon in den Knochen eingewachsen ist. Aber auch das ist letztlich ein Befund gewesen, der nodulär war und den man relativ gut entfernen konnte. Wir finden gelegentlich mal die PVS als Zufallsbefund bei der Endoprothetik. Wir haben eine sehr aktive Klinik, die Gelenkprothesen einsetzt und die sind dann manchmal überrascht, wenn sie das Knie aufmachen und sehen dann, oh, da ist doch noch mehr dahinter. Und dann bauen sie zwar die Prothese ein, das ist das Bild vorher, da hat man es nicht erkannt, da dachte man, das sei so eine zystische
Degeneration des Gelenkes. Und es ist dann tatsächlich eine PVS, dann wird das Synovektomiert von vorne, soweit die Kollegen hinkommen. Wenn hinten mehr ist, das kann man dann nochmal durch ein MRT nach der Operation herausbekommen, dann gehen wir nochmal von hinten ran und synovektomieren auch das. Das ist eigentlich kein Problem. Das Problem sind die Rezidive. Die diffusen Formen, die haben, vor allem wenn sie nicht vollständig entfernt werden, ein Rezidivrisiko von 50%. Wenn man es vollständig und sehr sorgfältig macht, ist man immer noch bei 10%. Die lokalisierten sind eher nicht das Problem, weil die nahezu alle geheilt werden durch einen Eingriff. Wir haben mal bei unseren Patienten geschaut. Wir haben 82 Patienten gehabt, die eine primäre Läsion hatten und 38, die einen Rezidivbefund hatten. Und Sie sehen, die Rezidive, die waren stark davon abhängig, wirklich, ob es primäre oder schon Rezidive waren. Bei Rezidiven tut man sich natürlich deutlich schwerer und wir sind über alles bei 18%, haben von diesen Patienten 103 Patienten nachuntersuchen können und da waren 98 Rezidiv frei. Wieso? Weil auch diese Patienten mit einem Rezidiv, die sind dann eben nochmal operiert worden, sind 11, die hatten eine zweite OP und zwei hatten sogar eine dritte OP gehabt. Und einer hatte eine fünfte OP gehabt, vor allem wenn die arthroskopisch auswärts voroperiert werden, dann haben die manchmal tatsächlich noch Rezidive, die wir dann durch eine offene OP lösen müssen. Aber unsere Gesamterfolgsquote mit der Operation ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nochmal die Verteilung. Das Kniegelenk ist eigentlich die häufigste Region. Dann kommt der Fuß, das obere Sprunggelenk. An der Hand sind meistens einzelne Finger betroffen. Oder einzelne Stellen an den Fingern, die Hüfte ist schon sehr selten, Ellenbogen auch und dann gibt es natürlich noch so einen Bereich Sonstige, die betroffen sein können. Von der Altersverteilung her, unsere Patienten waren letztlich von 10 plus x Jahren bis über 80 Jahre, aber auch hier sehen wir ein Maximum bei den 25- bis 30-Jährigen und wenn die dann mit dem Rezidiv kommen, sind sie älter, dann sind sie eben so 40 bis 45 Jahre alt. Und wir lieben als Tumororthopäden die Kaplan-Meier-Kurven. Die zeigen Ihnen immer genau an, ab wie vielen Jahren nach der Operation man mit Tumorfreiheit oder mit Rezidiv rechnen kann. Hier sind 10 Jahre, 120 Monate. Und Sie sehen, wenn man das so aufträgt, war nach 120 Monaten etwa 80% rezidivfrei. Und während der ersten 3 Jahre, das sieht man auch sehr schön, geht das linear. Das heißt, während der ersten 3 Jahre haben wir unsere Rezidive und zwar nicht so, dass man sagen kann, alle im ersten, alle im zweiten Jahr und dann weniger, sondern es geht linear über die ersten 3 Jahre hinweg. Und das eben davon abhängig, ob nodulär, das sind die allerwenigsten, oder ob wir einen diffusen Subtyp haben. Primärtumoren haben eine deutlich bessere Prognose bei uns gehabt. Dort haben wir fast 90% langfristig rezidivfrei bekommt. Die Patienten, die schon mitten in Rezidiv kamen, dort tut man sich schwerer, weil die einfach operativ auch etwas komplexer sind. Und nach 2 Jahren haben wir im Endeffekt etwa, kann man hier ablesen, 45, man muss es von oben kalkulieren, 45% unserer Rezidive gesehen, das heißt nach 2 Jahren. Und der letzte große Sprung ging dann bis zu 3 Jahren. Dass nach 3 Jahren noch Rezidive kamen, war sehr selten. Es gibt wenige Marker, die Krankheitsverlauf bestimmend sind. Vielleicht, Sebastian, hast du nachher auch noch mal Zahlen. Ich habe eine schöne Arbeit gefunden von der Frau Massboom, die sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und dort hat man versucht, ein paar Marker zu finden, aber letztlich hat man auf molekularer Ebene nichts gefunden, was sowohl die Aggressivität als auch das Rezidivrisiko vorhersagt. Das heißt, wenn ein Patient kommt, können wir nur zwar cum grano salis sagen, sie haben wahrscheinlich, ist es ein Rezidiv oder ein Primärtumor, ist nodulär, ist es diffus, dieses und jenes Rezidivrisiko, aber wir können es nicht an molekularen Markern festmachen. Nicht nur wir, sondern auch andere haben gesehen, dass die nodulären PVS-Läsionen die deutlich beste Prognose haben. Das sind immerhin 31 Zentren gewesen, die sich hier für eine Auswertung zusammengeschlossen hatten. Und da sind auch unsere Zahlen mit reingegangen. Und dort wurde am Ende festgestellt, dass das initiale oder die initiale Behandlung mit einer Arthroskopie eher die schlechteren Zahlen bringt, also das höhere Rezidivrisiko. Wobei die Kollegen, die ich immer wieder mal anspreche, die arthroskopieren, sagen, naja, es ist wie bei euch auch, es kommt eben darauf an, wer es macht.
Wenn das einer macht, der sehr gut arthroskopieren kann, dann hat er ein viel niedrigeres Rezidivrisiko bei seinen Patienten, als wenn das einer macht, der zweimal im Jahr zum Arthroskop greift. Bei den diffusen PVS-Patienten, auch hier die Arbeit von der Frau Mastbaum, unsere große Sammelstudie, wurde ein Rezidivrisiko von 55% nach 5 Jahren und von 40% nach 10 Jahren festgestellt. Ein rezidivfreies Überleben von 55%. Das heißt, fast die Hälfte haben nach 5 Jahren ein Rezidiv gehabt und 60% hatten es nach 10 Jahren gehabt. Das ist natürlich aus 31 Zentren, die sicherlich nicht jedes für sich behaupten kann, dass sie sich auf diese Erkrankung spezialisiert haben. Ups. Entsprechend hat die Frau Mastbohm auch diese Kurve veröffentlicht, indem sie bei den diffusen Erkrankungen die offene versus der arthroskopischen Therapie nebeneinander stellte. Und das hatte zwar keine Signifikanz gehabt, aber es hatte einen Trend gehabt zumindest. Wie gesagt, von unseren Patienten, die Zahlen habe ich Ihnen gesagt, wir haben eine Rezidivquote, die liegt bei den diffusen Patienten im Bereich ungefähr von 20%, aber in der zweiten Chance kriegen wir die meisten davon dann doch rezidivfrei. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Sollte man die Patienten zusätzlich mit einer Radiosynoviothese behandeln? Letztlich gibt es zwei Varianten dieser Therapie. Einmal kann man einen Beta-Strahler, das ist dieses Yttrium-90, injizieren. Das hat eine Reichweite von wenigen Millimetern, das geht also nicht aus dem Gelenk hinaus. Verlangt in jedem Fall, dass es ein geschlossenes Gelenk ist. Das heißt, wenn man operiert hat, muss man so lange warten, bis sich die Gelenkkapsel wieder neu gebildet hat. Oder man kann es chemisch machen, hat man früher gemacht, ist heute, glaube ich, nicht mehr angesagt, mit einem Salz, was auch ätzend wirkt und sozusagen die PVO, die Synovia verätzt. Und da gibt es ganz, ganz wenige Arbeiten, die haben zwar eine klinische Verbesserung, sogar eine Heilung teilweise beschrieben. Aber ich würde angesichts dieser niedrigen Zahlen diesen Arbeiten nicht unbedingt trauen. Eine der letzten Arbeiten, die ist 2018 publiziert worden, die hatte 34 Fälle nur mit einer diffusen PVS am Knie beschrieben, mit einer Radiosynoviothese versus 22 ohne. Und sie hatte keinerlei Hinweis gebracht, dass die Radiosynoviothese irgendeinen positiven Effekt hatte. Wir haben das ähnlich gemacht. Wir haben uns 37 Patienten versus 26 Patienten mit einer Radiosynoviothese, auch nur Patienten mit einer diffusen Form am Knie untersucht und wir haben keinen Unterschied gesehen. Die beiden Gruppen haben genau gleich viele Rezidive gekriegt. Ich bin dann zu meinen Kollegen, den Herrn Tilling, gegangen aus unserer Nuklearmedizin. Er hat gesagt: Herr Tilling, ist alles schön und gut, aber wir sollten es unseren Patienten nicht anbieten. Sie sehen die Zahlen, Sie können das vergessen, das hat keinen Effekt. Worauf dann Herr Thieling sagte, gebt zu, er ist voreingenommen, er ist Nuklearmediziner, das sehen Sie falsch. Wir haben, das ist ja keine randomisierte Studie, die gibt es nicht. Keine Studie, wo gelost wurde, welcher Patient wie behandelt wurde. Wir haben lediglich die Patienten, von denen wir meinten, die haben ein besonders hohes Rezidivrisiko, mit einer Radiosynoviothese behandelt und die sind jetzt in der Auswertung genau gleich zu der Gruppe, bei denen wir entschieden haben, es dem Patienten nicht anzubieten. Das heißt, die Radiosynoviothese hat schon einen Effekt, aber Sie können es nur mit der Studie, die wir hier gemacht haben, nicht nachweisen. Deshalb bleiben wir in München momentan dabei, dass wir das selektierten Patienten anbieten, die eben ein hohes Rezidivrisiko haben, eine Radiosynoviothese durchzuführen. Daneben gibt es noch die externe Bestrahlung. Sie sehen, da gibt es auch ein paar wenige Arbeiten. Diese ist sehr wirksam. Die Dosen sind sehr unterschiedlich, um Ihnen mal so eine Maßzahl zu geben. Wenn Sie eine Metastase im Knochen von einem Mammakarzinom, also Brustkrebs, haben, dann geben Sie so um den Dreh 40 Cray. Das ist die Einheit der Strahlendosis. Wenn Sie ein Weichteilsarkom haben, Sie bestrahlen es vor der Operation, geben Sie 50 Cray. Wenn Sie es nach der Operation bestrahlen, so zwischen 60 und 70 Cray. Das heißt, die Patienten mit einer diffusen pigmentierten villonodulären Synovitis werden eher niedriger bestrahlt. Und das ist wirksam, das ist ohne jeden Zweifel wirksam. Aber die Frage ist eben, zu welchem Preis? Nicht nur macht die Strahlentherapie natürlich eine lokale, sofort evidente Schädigung, macht zum Beispiel das Gelenk steifer, macht gewisse Hautveränderungen, sondern das sind ja junge Patienten.
Auf die Dauer wissen wir, dass natürlich jede Strahlentherapie ein gewisses Risiko in sich birgt, dass sich ein Zweitmalignom, ein bösartiger Tumor, ist ja kein Malignom bisher gewesen, ein bösartiger Tumor in diesem Strahlenfeld bildet. Das ist ein Patient, bei dem wir entschieden haben, eine Strahlentherapie durchzuführen. Der hatte einen so ausgedehnten Befund, hier waren letztlich große Anteile des Knochens betroffen, dass wir tatsächlich den Tumor weit reseziert hatten, aber darauf verzichtet haben, bis in die kleinste Ecke am Knochen das zu resezieren, sondern das dann eben nachbestrahlt haben. Wenn Patienten eine Zerstörung des Kniegelenkes haben durch die PVS, und es sind nicht wenige, die das haben bei den langen Verläufen, bekommen viele eine Knieprothese. Diese Patienten haben im Vergleich zu den normalen Patienten mit der Knieprothese eine etwas schlechtere Prognose. Das heißt, die kriegen die steifere Gelenke und haben eine etwas größere Infektionsrate. Zur Systemtherapie wird Ihnen der Sebastian Bauer noch etwas erzählen. Wir sind ein bisschen skeptisch. Ich habe einen Verlauf hier mal mitgebracht, der aktuell bei uns zur Therapie ansteht. 2014 hat diese Patientin dieses MRT bekommen. Dort wurde schon die Diagnose vermutet, aber es erfolgte keine Therapie. Im September 2019 begann dann eine Imatinib-Therapie. Sebastian, ich weiß, Imatinib ist nicht State of the Art, aber das wirst du erklären. Und das ist das Bild jetzt mit 3 Monaten Therapie, da hat sich nicht viel getan. Sie müssen bitte bei all diesen Studien, die einen Effekt einer Therapie auf die PVS belegen wollen, wissen Sie ja auch, dass das eine sehr langsam verlaufende Erkrankung ist. Sie dürfen nicht in Monaten rechnen. Sie müssen wirklich schauen, wie sieht es nach 1, nach 2, nach 3 Jahren aus. Und diese Patientin hat ein so destruiertes Kniegelenk, obwohl sie jung ist, dass wir ihr jetzt eine Prothese einsetzen werden. Fazit: Die Entstehung der Erkrankung bleibt unklar. Die chirurgische Therapie ist nach wie vor die erfolgsversprechende. Die Radiosynophyothese muss man sich gut überlegen. Die Strahlentherapie ist effektiv, hat aber Nachteile. Antikörper hören wir gleich noch. Und auch das wird uns der Sebastian Bauer beantworten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dürr, für den Überblick. Da geht ja schon einiges von chirurgischer Seite, aber Sie haben ja eigentlich schon die perfekte Überleitung selber kreiert sozusagen. Deswegen würde ich eigentlich gerne auch direkt weitergeben an den Herrn Professor Bauer zum Thema medikamentöse Therapieoptionen und dann die Fragen gesammelt im Anschluss stellen wollen. Ich sehe schon, da passiert was mit Präsentation. Ja, wunderbar, dann legen wir los. Ja. Ja, Roland, toller Vortrag. Das ist ein super Einstieg, von dem ich aus übernehmen kann. Ich darf zum Thema medikamentöse Therapien etwas sagen, was etwas ist, wo es in den letzten 10 Jahren schon Neuigkeiten gab, die erwähnenswert sind. Aber du hattest eben schon zu Recht gesagt, viele Fragen sind noch offen und ein paar von den Fragen werde ich auch noch später diskutieren. Ich bin als akademischer Onkologe natürlich an vielen klinischen Studien beteiligt, habe viele Industriekooperationen mit der forschenden Pharmaindustrie, bin auch beteiligt gewesen an der Zulassungsstudie für Pexidartinib. Das ist eine super Studie gewesen, die erste randomisierte Studie für PVNS. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Firmen, mit denen ich kooperiere. Ich bin aber kein Angestellter und ich habe auch keine Aktien. Also ich habe jetzt keinen persönlichen Vorteil, außer einer Aufwandsentschädigung für die wenigen Male, wo ich interagiere. Also das ist nur wichtig zum Einstieg, dass ich ein aktienfreier Mensch bin. So. Tyrosinkinasen, das ist eine Eiweißgruppe, die eine ganz wichtige Rolle bei Krebszellen spielt. Und ich möchte gerne starten, um Ihnen noch mal kurz zu erklären, warum das wichtig ist zu verstehen, wenn man über die medikamentöse Therapie von PVNS spricht. Sie sehen hier so ein Bild, was aussieht wie so ein Wurzelwerk. Das ist ein Ausschnitt aus einer Darstellung, die den Verwandtschaftsgrad von Eiweißen im menschlichen Körper darstellt. Sie erinnern sich vielleicht, vor 20 Jahren etwa gab es ja das Human Genome Project. Da hat man erstmalig das gesamte menschliche Genom sequenziert und konnte dadurch letztendlich eine Karte aller Gene, die aller Proteine machen. Und die Gruppe der Tyrosinkinasen
ist eine in der Onkologie oder bei der Behandlung von Patienten mit Tumoren eine außerordentlich wichtige Gruppe von Proteinen. Denn diese Proteine sind häufig mitverantwortlich dafür, dass Zellen wachsen können, dass sie differenzieren und auch einen Unterschied machen können, ob etwas gutartig oder bösartig ist. Sie sind häufig mitbeteiligt daran, ob Zellen in der Lage sind, irgendwo sich festzuhalten, zu metastasieren zum Beispiel, ob sie mobil sind und ob sie auch sich einem regulären Zelltod entziehen können. Der Körper ist ja eigentlich so organisiert, dass Zellen, die in irgendeiner Form eine Abweichung oder Aberration haben, die gehen in den allermeisten Fällen in den kontrollierten Zelltod, sodass auch keine Krebszellen entstehen können. So, hier ist nochmal eine Vergrößerung der Tyrosinkinasen und hier zeige ich Ihnen nochmal ein Beispiel, welche Krebserkrankungen, und ich möchte jetzt gleich dazu sagen, die PFNS ist kein Krebs im engeren Sinne, weil es extrem selten ist, dass das die Eigenschaften von bösartigen Krebszellen hat. Es ist aber ein lokal aggressiv wachsender Tumor, der für viele Patienten natürlich krebsähnlich ist, weil er die Funktion von Gelenken sehr stark einschränken kann. Das hier ist eine der ersten Proteinkinasen, die letztendlich auch durch Medikamente behandelt werden können, die KIT-Kinase, aber die findet sich auch bei verschiedenen anderen bösartigen Erkrankungen. Und ich zeige Ihnen mal, dass man als Onkologe heutzutage fast jedes dieser Proteine kennen muss, um zu wissen, welche Medikamente man bei Patienten geben kann. Bei Lungenkrebs sicherlich eine der größten Fortschritte in der Summe. Und irgendwann kommt tatsächlich hier die PVNS oder der tenosynoviale Riesenzelltumor. Vor knapp 15 Jahren ist gezeigt worden, dass hier eine Störung vorliegt dieser Proteinkinase, dem sogenannten CSF-Rezeptor. Und ich erkläre jetzt, welche Rolle das eigentlich hat. Kinasen sind eigentlich Proteine, die sehr stark reguliert sind. Aus gutem Grund. Wenn so eine Kinase dazu führt, dass Zellen nicht mehr absterben, wachsen, dann bedeutet das natürlich, eine aktivierte Kinase, die sich einer Steuerung entzieht, erhöht das Risiko, dass sich ein Tumor bildet, der behandlungsbedürftig wird. Viele dieser Tyrosinkinasen, die sitzen in der Zellmembran drin. Das ist eine Abbildung, die mein alter Mentor Jonathan Fletcher mal erstellt hat. Und es kommt in der Regel so ein Botenstoff oder auch ein Ligand, nennt man das, der bindet an diesen Rezeptor. Das führt dann dazu, dass sich zwei Rezeptoren zusammentun und die wiederum führen dazu, dass eine Signalkaskade aktiviert wird und der Zelle letztendlich das Signal gibt, was sie tun soll oder nicht tun soll. Bei vielen Krebserkrankungen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, ist genau diese ligandenabhängige Aktivierung ausgeschaltet, weil es zum Beispiel Mutationen in dem Rezeptor gibt, die dazu führen, dass der Rezeptor diesen Liganden gar nicht mehr braucht und permanent Signale des Zellwachstums in den Zellkern schickt. Es gibt aber eine seltene Aktivierungsmöglichkeit und die liegt eben bei der PVNS vor, dass es eine Überexpression dieses Liganden gibt. Also es ist viel mehr von diesen Liganden vorhanden, als es normalerweise der Fall ist. Und das führt natürlich dazu, dass der Rezeptor, dieser Wachstumsfaktor, die Zelle permanent stimuliert zu wachsen. So, warum ist jetzt so viel von diesem CSF1-Botenstoff vorhanden bei PVNS? Und da komme ich kurz noch in die Biologie zurück. Sie kennen vielleicht alle das Protein Kollagen. Das ist so in Hautcremes, denkt man immer drin. Es ist aber auch einer der wichtigsten Proteine und Eiweißbaustoffe, so sieht das im Modelleis aus, die im Körper überhaupt vorhanden sind. Das ist das Hauptstrukturprotein im Bindegewebe. Das macht ein Drittel des gesamten Körperproteins aus. Also wir haben etwa 2,5 Kilo Kollagen in uns. Also unglaubliche Mengen für ein Protein. Im Vergleich dazu, das CSF1, das ist das Eiweiß, dieser Botenstoff, der gestört ist bei PVNS, der heißt ausgeschrieben koloniestimulierender Faktor 1. Das ist ein Botenstoff, der nur für Blutzellen gebraucht wird und der insbesondere Makrophagen stimuliert. Die Konzentration, die wir im Blut haben, sind 100 Pikogramm pro Milliliter. Wenn man das für 6 Liter Blut, was der Mensch ungefähr hat, hochrechnet, wären das 0,6 Gramm. Sie können sich vorstellen, welche winzige Fraktion das ist im Vergleich zu Kollagen.
So, was passiert jetzt bei PVNS? Also das Kollagen, das ist letztendlich wie eine riesige Steppe mit Gras, während das CSF1 eigentlich wie Edelweiß ist. Das ist so selten, da muss man schon auf den Berg kraxeln, um dann eine einzelne Blume zu finden. Bei Patienten, die eine PVNS haben, ist es so, dass es einen Bruchpunkt gibt, also es gibt einen Bruch in dem Genom. Das heißt, das Gen für Kollagen verbindet sich mit diesem seltenen Botenstoff CSF1. Und wenn Sie Kollagen haben, was eigentlich sehr häufig im Körper auch aktiviert wird und produziert wird, und das schließt sich zusammen mit CSF1, dann ist klar, dass mit einem Schlag Sie ganz viel von dem Edelweiß haben. Sie haben also eine Überproduktion von einem eigentlich super streng regulierten, sehr potenten Eiweiß. Und das heißt, wir haben aber in einem Riesenzelltumor ist es so, dass dieses CSF1 durch diese Fusion, nennt man das, sehr hoch ist. Das führt zu einer Monozyteninfiltration. Und ich habe jetzt mal so ein kleines, also wenn hier diese entartete Zelle mit diesem Bruchpunkt CSF1 produziert, dann aktiviert die Zelle selbst. Aber was sie noch macht, ist eben, dass sie Monozyten aktiviert, die dann wiederum sich teilen. Und das ist auch das Besondere an dieser Erkrankung. Und das ist auch einer der Gründe, warum das so lange gedauert hat, dass man verstanden hat, was eigentlich die PVNS ist, weil der Großteil der PVNS eigentlich aus reaktiven Zellen besteht, nämlich aus diesen monozytären Zellen, die total hypertrophiert, also die übermäßig gebildet sind. Und weil der Anteil der echten neoplastischen Zellen relativ gering ist, hat es ziemlich lange gedauert, bis man verstanden hat, dass es tatsächlich eine Entartung zugrunde liegt, halt nur bei einem kleinen Teil der Tumorzellen. Man nennt das auch deswegen sogenannter Landscape- oder Landschaftseffekt dieser Tumorzellen, weil die eben auf das umgebende Gewebe so einen starken Einfluss haben. Das heißt, der Hauptschaden, der da entsteht, kommt durch gutartige Zellen. Und wir behandeln, wenn wir eine medikamentöse Therapie einsetzen wollen, eben nicht nur den Tumor, sondern wir behandeln auch diese überaktivierten Zellen. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum vielleicht die Strahlentherapie bei dem einen oder anderen weniger gut wirkt, weil man halt eigentlich gutartige Zellen behandelt. Aber das ist ein Thema, was man wann anders nochmal diskutieren kann. Wie kann man das jetzt hemmen? Kann man CSF1, kann man diesen Botenstoff hemmen? Es gibt verschiedene Optionen, die da zur Verfügung stehen. Die Strategie, die im Moment am meisten verfolgt wird, ist, dass man den Rezeptor hemmt mit niedermolekularen Hemmstoff. Das heißt, das sind Tabletten, das sind kleine Moleküle, die letztendlich direkt an dem Rezeptor binden. Als zweite Strategie gibt es Antikörper, die man als Infusion geben muss, die kann man nicht als Tablette geben, die genau gegen diesen Botenstoff, gegen das CSF1 wirken. Und dann gibt es Antikörper, die noch gegen den Rezeptor, also gegen das Eiweiß, was gegen das CSF1 bindet, letztendlich gerichtet sind. Das sind die drei Hauptstrategien, die man bei dieser Erkrankung verfolgt. Warum will man überhaupt ein Medikament gegen PVNS machen? Und das hatte Professor Dürr eben auch schon gesagt. Für viele Patienten ist eine medikamentöse Therapie gar keine sinnvolle Option, weil man entweder eine Erkrankung hat, die sich gar nicht bewegt, oder weil die Operation ausreichend ist. Aber es gibt eben Patienten, bei denen trotz Operation so eine diffuse PVNS wiederkommt. Und das wiederum hat natürlich Einfluss auf Wohlbefinden, auf Gesundheit, auf die Gelenkfunktion, die Lebensqualität. Und wenn jemand wiederholt operiert werden muss, dann steigt irgendwann auch das Nebenwirkungsrisiko von Operationen. Wenn zum Beispiel ein Gelenkersatz gemacht werden muss bei jemandem, der vielleicht noch ein junger Mensch ist, dann besteht natürlich das Risiko, dass dieses Gelenk nochmal ersetzt werden muss, weil Gelenkersatz ja selten nur ein ganzes Leben hält. Das heißt, Ziele einer medikamentösen Therapie sind letztendlich, dass man Symptome verbessern möchte und vielleicht auch eine Operation verzögern kann. Ob man sie vermeiden kann, ist sicherlich etwas, was man in vielerlei Hinsicht noch nicht beantworten kann. Kann man jetzt CSF1 hemmen? Also CSF1 haben wir schon gesagt, hier gibt es nur wenig Daten, aber der CSF1-Rezeptor, den kann man hemmen. Und da gibt es ein Medikament, was so der Beginn der zielgerichteten Tumortherapie war. Das hat damals ein Medikament auch auf das Titelblatt des Time Magazines geschafft. Das Imatinib oder Gleevec, das hatte Professor Dürr vorhin schon gesagt, ist ein sehr zielgerichteter Hemmstoff der KIT-Kinase. Und das hemmt aber zufällig auch hier an dieser Stelle
den CSF1-Rezeptor, weil sich beide Rezeptoren, sowohl CSF1 als auch KIT-Rezeptor, für den eigentlich das Imatinib entwickelt war, total ähnlich sind. Und das ist einer der Gründe, warum man sich überlegt hat, dass man das auch mal einsetzen könnte bei der PVNS. Und das hier war der erste Fallbericht, der vor 12 Jahren vorgestellt wurde von Jean-Yves Play aus Lyon, der einen Patienten mit dieser relativ fortgeschrittenen PVNS an diesem Gelenk behandelt hatte, wo unter dieser Therapie über einen Verlauf von 5-6 Monaten man eine deutliche Schrumpfung dieser PVNS-Manifestationen beobachtet hat. Das wiederum hat dazu geführt, dass man gesagt hat, man macht eine klinische Studie und macht eine kontrollierte Behandlungsuntersuchung. Und das war das Ergebnis dieser Studie. Da hat man gesehen, bei diesen etwa 25 Patienten, dass bei etwa der Hälfte der Patienten man auch zu einer Schrumpfung dieser Manifestationen beitragen konnte. Eine starke Schrumpfung, das nennen wir in der Onkologie immer eine partielle Remission, war in dem Fall nur bei etwa 15% der Patienten zu beobachten. Aber wie gesagt, hier ist nochmal ein Beispiel aus dieser Arbeit, wo man gesehen hat, hier eine PET-Aufnahme dieser PVNS, wo man eben eine deutliche Schrumpfung gesehen hat. Und viele Patienten haben auch sehr rasch von einer Verbesserung ihrer Beschwerden, 2/3 der Patienten eine Verbesserung ihrer Beschwerden. Es gab dann noch eine weitere Studie mit Nilotinib, das ist ein dem Imatinib ganz strukturell verwandtem Medikament. Auch da ist eine größere kontrollierte Studie gemacht worden, eine sogenannte Phase-2-Studie, wo man auch gesehen hat, dass man bei Patienten mit einem Risiko für eine Operation und auch einem nachgewiesenen Wachstum immerhin bei der Hälfte der Patienten es schaffen konnte, dass die Erkrankung stabil ist. Auch hier hat man gesehen, dass man diese Manifestation der PVNS zum Schrumpfen bringen kann, aber auch nicht sehr gut. 6% der Patienten hatten so eine deutliche Schrumpfung, war etwas schlechter, als das in dieser kleinen Imatinib-Studie war. So der Hauptspieler bei dem Medikament und das jetzt auch am weitesten entwickelte Medikament ist das Pexidartinib oder Turalio heißt jetzt der Handelsname. Das ist auch ein Medikament, was eine ähnliche Struktur hat wie das Imatinib und auch ungefähr ein ähnliches Spektrum von Kinasen hemmt. Man sieht das schon, dass diese Punkte teilweise an ähnlicher Stelle sind. Es ist eben ein CSF1-Rezeptor, also genau der Rezeptor, der bei PVNS aktiviert ist. Und da ist dieses Pexidartinib sehr viel potenter als Imatinib. Es ist aber auch genauso wie Imatinib ein Hemmstoff der KIT-Kinase. Es hat aber ein schmaleres Kinaseprofil, deswegen ist es vom Grundprinzip her, von der Wirksamkeit her, geeigneteres Medikament, um diese Kinase zu hemmen. Und das war auch die Phase-1-Studie, also die erste Studie, die mit diesem Medikament bei Patienten gemacht wurde. Da wurden noch nicht so viele Patienten behandelt, aber was man gesehen hat, ist bei diesen 41 Patienten, die jetzt alle möglichen Erkrankungen hatten, da waren eben auch 14 Patienten mit PVNS dabei. Und da hat man gesehen, dass das Ausmaß der Schrumpfung deutlich größer war, als man es, ohne dass man es direkt verglichen hat, aber im historischen Vergleich, das bei Imatinib gesehen hatte. Und das hier sind so eindrückliche Fälle, wo man nach 2 Monaten diese riesigen Manifestationen der PVNS, hier ist der Knochen und das hier ist letztendlich die Manifestation in der Gelenkkapsel, zur Schrumpfung gebracht hat. Das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir prüfen das jetzt in einer Studie gegen Placebo, in einer sogenannten Phase-3-Studie, um zu verstehen, ob es wirklich besser ist, eine Therapie zu machen oder keine Therapie zu machen. Das war die sogenannte Enliven-Studie, die so eine typische Zufallsgenerator-Studie war. Das heißt, jeder Patient wurde per Zufall entweder der Therapie mit Pexidartinib zugelost oder eben einer Placebo-Therapie. Und dann haben die Patienten für 6 Monate diese Therapie bekommen und man hat letztendlich regelmäßig erhoben, wie geht es dem Patienten, schrumpft der Tumor und wie beweglich ist auch das entsprechende Gelenk. Und Sie sehen schon, das war die Verteilung der PVNS bei den Patienten, die in der Studie sind. Und da sehen Sie schon, wie unterschiedlich die Verteilung sein kann am Körper, Schulter, Wirbelsäule, an der Hand, am Knie, am Fuß. Kann man natürlich sagen, Fuß, was soll's, kann man ja zur Not den Fuß abschneiden. Aber ich meine, Patienten, die auf ihren Fuß angewiesen sind, beruflich, was ja viele Leute sind, für die ist der Fuß natürlich schon
eine dramatische Einschränkung, wenn diese Erkrankung zu einer Zerstörung in diesen Gelenken führt. Genauso wie natürlich im Handbereich jemand, der seine Hand braucht, Musiker zum Beispiel, da ist der Einfluss einer radikalen Operation unter Umständen sehr groß. So sieht das aus, ein Bewegungstest, Range of Motion heißt das, sieht man hier, da kann man genau messen, um wie viel Grad letztendlich sich ein Gelenk bewegen kann. Und Patienten, die eine PVNS haben, die wissen das natürlich, dass wenn das Gelenk oder die Gelenkkapsel voll ist mit PVNS, dann kann man Gelenk häufig gar nicht mehr richtig bewegen oder die Bewegung ist sehr schmerzhaft. In dieser Studie waren 120 Patienten eingeschlossen und Einschlusskriterium war, dass die Patienten natürlich Beschwerden haben und auch signifikante Beschwerden und nicht nur ein bisschen Beschwerden. Die Erkrankung sollte inoperabel sein, das heißt, dass man die nicht im Gesunden operieren kann oder aber, dass man gesagt hat, eine Operation muss man davon ausgehen, dass die selbst mit einem hohen Risiko für Nebenwirkungen durch die Operation verbunden ist. Und natürlich sollten die Organe dieser Patienten funktionieren. Und was hat man gesehen? Sie sehen jetzt hier so einen Waterfall-Plot, vorhin hatte ich schon mal einen gezeigt. Jeder dieser Balken steht für die Größe oder die Ausdehnung der PVNS in dem jeweiligen Gelenk und wie die sich verändert hat unter Therapie. Das heißt, wenn eine PVNS auf minus 100 geht, dann ist sie komplett verschwunden unter der Therapie und wenn sie über die Nulllinie geht, heißt das, der Patient hat nicht angesprochen und es wächst. Und man sieht in dem Fall, dass Patienten, die das Pexidartin bekommen haben, dass der Großteil der Patienten teilweise dramatische Schrumpfung hatte. Ein nicht kleiner Teil der Patienten hatte sogar ein Verschwinden der aller Manifestationen. Und wenn man sogar das Volumen dieser Patienten untersucht hat, dann war dieser Effekt noch mal eindrücklicher, während das beim Placebo sah man zwar so Schwankungen, aber man sah keine deutlichen Schrumpfungen. Und das wiederum hat sich auch übersetzt in eine Ansprechrate, also eine deutliche Schrumpfungsrate von 39%, wenn man jetzt diese typischen in der Onkologie verwendeten Messwerte nimmt. Wenn man das Volumen sich anschaut und so einen Volumenscore benutzt, dann war das sogar bei mehr als der Hälfte der Patienten. Und man hat auch gesehen, dass in dieser Analyse sieht man, wie gut die Beweglichkeit sich verbessert hat bei den Patienten. Es ist vielleicht etwas weniger eindrücklich, als das eben diese Arbeit war, aber man sieht, dass in diesem experimentellen Arm, also bei den Patienten, die Pexidartin bekommen haben, dass die Zunahme der Beweglichkeit deutlich besser war, als es im Placebo-Arm war. Das wiederum hat in Amerika auch zur Zulassung von diesem Medikament geführt. Turalio heißt das. Und in Deutschland kann man das über einen Compassionate Use-Antrag beantragen. Wir haben jetzt gerade die erste Gabe bekommen. Das ist sehr gut, dass das zur Verfügung gestellt wird. Der Antrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, der ist gestellt und die Entscheidung steht aus, ob wir das in Europa bekommen werden können oder nicht. Das hier ist so ein klinisches Beispiel von einer Patientin, die in Mailand in dem Zentrum von Frau Dr. Stacchiotti behandelt wurde. Das hier ist eine Hand oder das, was von der Hand übrig ist. Ungewöhnlich fortgeschrittene PVNS in dem Fall. Man sieht schon viele Narben. Sehr entstellender Befund. Hier sieht man diese dramatische Schrumpfung, wie über den Zeitraum von etwas weniger als 2 Jahren die Kontur der Hand wieder sichtbar wird und die Patientin oder der Patient auch letztendlich die Finger teilweise wieder nutzen konnte im Alltag. So, was gibt es jetzt für Nebenwirkungen? Also schwere Nebenwirkungen, höhergradige Nebenwirkungen sind bei dem Medikament selten, wenn man auf Magen-Darm guckt. Milde Nebenwirkungen sind nicht selten, aber man sieht schon, wenn man bei Übelkeit sieht, Pexidartin, 38% der Patienten hatten mindestens einmal Übelkeit, aber im Placebo-Arm war das auch so. Also insgesamt ist es relativ gut verträglich. Also Magen-Darm-Probleme treten manchmal auf, gerade wenn man sich die Nebenwirkungen anschaut, die im Vergleich zu Placebo deutlich ausgeprägter sind, dann sieht man, trockener Mund ist etwas häufiger, Verstopfung ist etwas häufiger, eine Mundschleimhautentzündung ist etwas häufiger, aber auch nur, wie gesagt, in einer milden Ausprägung. Geschmacksstörung, 25% der Patienten im Vergleich zu fast keinem im Placebo-Arm. Hautveränderungen sind Nebenwirkungen, die häufig sind. Also 2/3 der Patienten haben eine Änderung der Haarfarbe, die Haare werden heller.
Es gibt einen Teil der Patienten, der hat Juckreiz, die haben Ausschläge, sind etwas häufiger, aber sie sehen schon, nur jeder Zehnte ungefähr hat das. Und auch hier gilt wieder, schwere Nebenwirkungen sind eher die Ausnahme. Die Wirkung auf die Leber ist letztendlich das, was am wichtigsten ist aus meiner Sicht, auch wenn man eine Risiko-Nutzen-Abwägung bei diesem Medikament macht. Viele von Ihnen wissen das vielleicht, dass wir als Ärzte über eine Blutabnahme die Leberfunktion und auch Leberschäden messen können. Es gibt die zwei Eiweiße, das AST oder ALT, die werden auch GOT-GPT genannt. Die sind eine Maßgabe für den Leberzellschaden, während das Bilirubin in der Regel die Fähigkeit der Leber zeigt, den Gallenfarbstoff zu verstoffwechseln, aber auch ein Maß sein kann, zu gucken, wie gut die Gallenwege den Gallenfarbstoff ableiten können. Und da hat man gesehen, dass es schon bei einem Drittel der Patienten höhergradige Leberwerterhöhungen gab. In der Regel haben die Patienten das nicht gemerkt, sondern es ist ein Laborphänomen gewesen. Aber das war schon relativ auffällig, war auch höher, als wir das manchmal sehen bei anderen Patienten. Und es gab auch einen kleinen Teil der Patienten, bei denen auch eine schwere Leberfunktionsstörung und insbesondere ein gemischter Leber-Gallenwegschaden aufgetreten ist. In dem Fall hat eine Patientin, war vorübergehend mal dialysepflichtig, damit man diesen Gallenfarbstoff entfernen konnte, hat sich bei der also auch letztendlich wieder komplett gebessert. Insgesamt ist dieser Wirkstoff Pexidartinib aber schon bei mehr als 500 Patienten in anderen Indikationen, also bei richtigen Krebserkrankungen geprüft worden, teilweise auch in Kombination mit Chemotherapie. Und da gab es zwei lebensbedrohliche Komplikationen, auch einen Todesfall bei einem Patienten mit malignem Melanom. Das wiederum hat dazu geführt, dass man eine ganz ausführliche Analyse gemacht hat, was vielleicht Risiken sein könnten und in welchem Zeitraum sowas auftritt. Das heißt, wenn man hier sehr aufmerksam die Leberwerte kontrolliert, insbesondere in den ersten 2 Monaten der Therapie, ist das Risiko wahrscheinlich sehr gering, dass eine schwerwiegende Nebenwirkung auftritt. Aber das ist etwas, was man in der Risikoabwägung halt überlegen muss. Gibt es jetzt noch Fragen? Ist das jetzt die Antwort? Ist das die Alternative zur Operation? Welche Patienten sollten das kriegen? Das ist gar nicht so ganz klar. Wir hatten es eben schon gehört, viele Patienten brauchen das vielleicht gar nicht. Dann braucht man auch so ein Risiko nicht auszusetzen, auch wenn das vielleicht klein ist. Macht es auch Sinn, abhängig von der Gelenkzerstörung? Also meine Erfahrung ist die, dass Leute, die schon ein sehr stark zerstörtes Gelenk haben, die werden zum Beispiel keine Besserung ihrer Funktion oder Schmerzen haben, selbst wenn die PVNS etwas sich zurückbildet. Und ein zerstörtes Gelenk wird durch so ein Medikament nicht wieder aufgebaut. Wie lange kann man das therapieren? Also es gibt noch Patienten, die noch in der Studie sind, aber nehmen vielleicht die Nebenwirkungen zu, gibt es noch gar nicht so viel Informationen dazu. Was passiert, wenn man das absetzt? Fängt es wieder an zu wachsen? Macht es Sinn, dass man so eine medikamentöse Therapie kombiniert mit einer Operation? Weiß man nicht. Ist eine Therapie zum Beispiel nach einer Operation hilfreich, quasi als Sicherheitstherapie? Wissen wir nicht. Was mache ich als Patient, wenn ich schwanger werde, wenn ich eine junge Frau bin und kriege eine solche Therapie und habe aber noch kein Kind? Das sind alles Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Was gibt es noch für Strategien? Und ich bin auch gleich am Ende. Ich hatte es schon eingangs gesagt, man kann mit einem Antikörper auch diesen Botenstoff, das CSF1, was ja so erhöht ist, kann man binden mit einem Hemmstoff, der Lactonuzumab heißt. Da ist eine Phase-2-Studie durchgeführt worden bei Patienten mit PVNS. Die Daten sind aber noch nicht voll präsentiert, kann ich noch nichts zu sagen. Es gibt auch einen Antikörper gegen den Rezeptor, also da, wo dieser Botenstoff bindet und das Eiweiß aktiviert, das heißt Emactuzumab. Das ist schon vor 4 Jahren veröffentlicht worden. Auch da ist es so, dass erstmal eine kleine Phase-1-Studie gemacht wurde. Da hat man gesehen, dass das eigentlich auch eine relativ gut verträgliche Therapie ist, aber es gab auch mal schwere Hautnebenwirkungen oder Immunnebenwirkungen. Es gab viele Patienten, die eine Schrumpfung hatten. Es gab auch welche, die eine komplette Remission hatten, aber ob das Medikament weiterentwickelt wird, ist im Moment nicht klar, kaufen kann man es nicht. Und letztendlich ist es gut für die Patienten, dass auch diese Pexidartinib-Studie eigentlich so eine Erfolgsstory gewesen ist. Also es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, CSF-Rezeptor 1 auch mit Medikamenten zu behandeln. Es werden eine Reihe von Studien auch bei der PVNS kommen, was sicherlich eine gute Nachricht ist, weil das
die Optionen für Patienten hoffentlich in der Zukunft für die medikamentöse Therapie verbessert. Und damit komme ich auch zum Ende. Also wir haben jetzt einiges, denke ich, über den Mechanismus der Krankheitsentstehung gelernt. Wir haben gesehen, dass es ein neues Medikament in den USA zugelassen wurde, was eine hohe Wirksamkeit hat bei Patienten, für die es keine gute Alternative gibt, wie Operation zum Beispiel. Zulassung Europas beantragt, das werden wir in den nächsten Monaten, denke ich, lernen, wie da entschieden wird. Es gibt verschiedene Medikamentenstrategien, die, wie gesagt, entweder per Antikörper oder durch so eine Tabletten gemacht wird. Eins ist für mich allerdings ganz klar, die Entscheidung für eine solche Therapie und genauso die Entscheidung für eine Operation gehört in Expertenhände und in spezialisierte Zentren. Es gibt wenige, die sich die Zeit nehmen, wie zum Beispiel Professor Dürr in München, diese schwierigen Entscheidungen zu fällen. Auch hier gilt, wie bei allen Dingen im Leben, wenn man sowas häufig macht, wird man bessere Entscheidungen fällen, geschickter hantieren und bessere Ergebnisse haben, als wenn man das nur sehr selten macht. Sie als Patienten kann ich motivieren, seien Sie aufmerksam, wenn klinische Studien öffnen, dass Sie sich erkundigen, ob das eine Option für Sie ist. Und auch als Patient, der an der Studie teilnimmt, hilft man, die Therapieoptionen für Patienten zu verbessern. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ja, ganz herzlichen Dank für zwei